Angesichts der aktuellen Diskussion über den globalen Klimawandel gerät die Belastung der Umwelt durch Kraftfahrzeuge zunehmend in den Blickpunkt der Öffentlichkeit. Dabei geht es nicht mehr nur um die Umweltbelastungen im Fahrbetrieb, sondern während des kompletten Produktlebenszyklus. Toyota engagiert sich für eine Senkung der CO2-Emissionen auf jeder Stufe des Produktlebenszyklus seiner Fahrzeuge und analysiert ihn mit Hilfe von Ökobilanzen. In eine Ökobilanz gehen sämtliche Ressourcen ein, die im Laufe des gesamten Produktlebenszyklus eines Fahrzeugs verbraucht werden, von der Entwicklung und Fertigung über den Fahrbetrieb bis zum Recycling. Dabei werden nicht nur die CO2-Emissionen berücksichtigt, sondern auch Faktoren wie Wasser- und Luftbelastung. So lässt sich festmachen, in welchen Bereichen konkrete, belegbare Verbesserungen erzielbar sind. Die Ökobilanz gliedert sich in vier Bereiche: die Produktion der Werkstoffe, die Fertigung des Fahrzeugs, den Fahrbetrieb und schließlich das Recycling. Der neue Prius läuft in einer der fünf nachhaltigsten Toyota-Produktionsstätten vom Band, nämlich im Werk von Tsutsumi. Durch zahlreiche Umweltinitiativen gelang es, den CO2-Ausstoß dieses Werkes in der Zeit von 1990 bis 2000 zu halbieren. 2008 reduzierte das Werk durch die Installation von 50.000 Quadratmeter Solarzellen seine CO2-Emissionen um weitere 740 Tonnen pro Jahr. Die Gesamtleistung dieser Solarenergieanlage beträgt 2000 Kilowatt, was dem durchschnittlichen Verbrauch von 500 Haushalten entspricht. Damit bestreitet Tsutsumi die Hälfte seines Elektrizitätsbedarfs zur Fahrzeugmontage durch Solarenergie. Die andere Hälfte steuert ein Gaskraftwerk bei. Im Rahmen umfassender Initiativen zur Abwasseraufbereitung gelang es zudem, die in das örtliche Flusssystem eingeleitete Abwassermenge zu halbieren. Darüber hinaus enthält das eingeleitete Abwasser nur noch ein Fünftel der Schadstoffe des Flusswassers selbst. Der photokatalytische Anstrich des Montagewerks mit einer Fläche von 22.000 Quadratmeter hat den gleichen Effekt auf die Luftqualität wie 2.000 Bäume. Er reinigt die Luft, indem er bei Sonneneinstrahlung Sauerstoff produziert. Um die CO2-Emissionen weiter auszugleichen, wurden im Jahr 2008 rings um die Fabrik 50.000 Bäume angepflanzt. Die Hybridbatterie des Prius wird bei Panasonic in einem hochmodernen Werk in Japan gefertigt. Von der ersten zur zweiten Prius-Generation gelang es Toyota, die Leistung dieser Batterie zu steigern und sie zugleich deutlich kompakter zu konstruieren. Zahlreiche Komponenten des Prius stellt Toyota aus umweltgerechten Kunststoffen her, den weltweit ersten Spritzgusskunststoffen auf pflanzlicher Basis. Es ist geplant, ihre Verwendung in zukünftigen Fahrzeugen noch weiter auszubauen. Derartige Biokunststoffe senken die CO2-Emissionen über die gesamte Lebensdauer der Komponenten um 20%. Die CO2-Emissionen aus der Werkstoffproduktion und der Fahrzeugfertigung liegen beim Prius auf dem gleichen Niveau wie bei vergleichbaren Autos mit herkömmlichem Benzin- oder Dieselmotor. Im Fahrbetrieb, in dem über 71% der gesamten CO2-Emissionen anfallen, kommen daher ab dem ersten Meter seine entscheidenden Vorteile zum Tragen. Weitere Einsparungen lassen sich im Eco-Fahrmodus in Verbindung mit dem Eco-Drive-Monitor erzielen. Beide unterstützen eine sparsame Fahrweise, mit der sich der CO2-Ausstoß um weitere 10-15% senken lässt. Gemäß Toyotas langfristigem Unternehmensziel, sämtliche Fahrzeuge am Ende ihrer Lebensdauer zu recyceln, analysierten die Entwickler jedes Konstruktionsdetail, um die geringstmögliche Umweltbelastung über die gesamte Lebensdauer des Fahrzeugs sicherzustellen. Schon bei der Fertigung eines Prius verwendet Toyota 5,7 Kilogramm recycelte Kunststoffe, unter anderem im Bereich der Schalldämmung. Insgesamt ist der Prius zu 85% recyclingfähig und 95% seiner Komponenten lassen sich verwerten. Ein innovatives, nahezu emissionsfreies Verfahren gestattet es zudem, die Hochleistungsbatterie zu 95% zu recyceln. Das Batteriegehäuse, Kabel und elektronische Komponenten werden in der Stahlproduktion bzw. in der Herstellung elektronischer Komponenten vollständig wiederverwertet. Das Recycling der Zellen selbst erfolgt in einem energieeffizienten thermischen Vakuumverfahren auf Induktionsbasis. Dabei entsteht eine hochkonzentrierte Nickellegierung, ein wertvoller Rohstoff zur Herstellung neuer Batterien. Nach 150.000 Kilometern hat jeder Prius gegenüber einem vergleichbaren Benzin- oder Diesel-Pkw bereits 37% CO2 eingespart.
Der Produktzyklus des neuen Prius ist auf jeder Stufe auf eine minimale Beeinträchtigung der Umwelt und eine optimale CO2-Gesamtbilanz ausgelegt.